Der Naturpark Leiserberge erstreckt sich über 5 Weinviertler Gemeinden von Ernstbrunn über Niederleis, Gnadendorf, Aspern an der Zeier bis Ladendorf. Vom Aussichtsturm am Oberleiserberg bei Ernstbrunn, sozusagen vom Zentrum des Naturparks, starten wir heute in unserer Rubrik Aufgespürt zu einer neuen Attraktion im Naturpark, zur Sternwarte. Wir haben es uns jetzt hier gemütlich gemacht auf dem Hochsitz. Bei mir sitzt Chris Heller. Ich darf du sagen, das ist üblich bei euch. Ja, ja, ja. Es ist so, unsere Gäste schätzen das immer sehr, wenn man so ein bisschen zum Plaudern kommt, und da ist man meistens per du. Von der Aussichtswarte aus geht es Richtung Buschberg und nach etwa 20 Minuten ist man bei der neuen Sternwarte. In dieser neuen Bauweise soll sie sich perfekt in die Landschaft einfügen. Wolfgang Wiesinger, Sie haben mit Ihrem Verein ermöglicht, dass es die Sternwarte, die neue, hier jetzt gibt. Und da spielt ja das Thema Lichtverschmutzung immer eine Rolle. Wie ist das hier auf diesem Standort? Messungen von uns haben ergeben, dass der Sternenhimmel genauso dunkel hier ist, wie er in Großmugl ist, bekannt. Und die Höhenlage und der Naturpark Leiserberge, das waren die Argumente zu sagen, hier bauen wir unsere Sternwarte. Die Gemeinde Ernstbrunn, die den Naturpark mitbetreibt, kommt uns entgegen. Und wir haben einfach hier eine Heimat gefunden, die uns gut gefällt und in das Gesamtkonzept des Naturparks hineinpasst. Wolfgang Wiesinger ist eigentlich Arzt in Laa und hat sich schon als Kind für die Astronomie interessiert und will diese anderen gerne näher bringen, wenn auch Sie diesen Blick hier einmal genießen wollen. Ab November kann die neue Leiserberge Sternwarte gegen Voranmeldung besucht werden.